Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flife. Und ja, wir sind wieder in Asria auf Meteonica und die letzten Minuten meiner aktuellen Ems laufen gerade. Es sind nur 4 Stück, nicht wundern. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ich jetzt nicht 5 Stück aktivieren wollte, weil ich wusste, dass ich nicht so lang machen werde und auch nicht so gut leveln werde. Also ich habe es ja nicht perfekt ausgenutzt, deswegen habe ich mit Absicht nur 4 reingehauen, weil wir hatten ja 14. Und das heißt, in einer, also irgendwann hätte ich mal 4 aktivieren müssen. Da habe ich mir gedacht, mache ich es gleich, wenn ich eh weiß, dass ich sie nicht perfekt ausnutzen werde. Habe aber trotzdem extrem viel XP geschafft, weil auch Lord Event fast durchgehend lief. Also eine, ja, so 41 Minuten ungefähr von den Scrolls waren mit Lord Event. Also ziemlich gut eigentlich. Und ja, das Geile am Dreifach XP Event ist, kann ich euch gleich sagen, die Drops. Ja, sieht man auch. Hier liegt überall Scheiß rum. Das Problem beim Dreifach-Drop-Event ist aber die Drops, ja, weil wenn du Ems reinballerst, dann willst du ja ungern weggehen. Und selbst wenn du keine Ems drin hast, das Inventar ist alle 15 Minuten randvoll auf beiden Chars. Und das ist echt ein krasses Problem, weil, ja, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich eigentlich alles verkaufe. Also bis auf Ruddy und Blaine hebe ich eigentlich, und die Schilde hebe ich eigentlich nichts mehr auf. Aber selbst das ist eigentlich zu viel. Ich schaue mir die Setter eigentlich auch kaum noch an, was hier am Boden liegt. Eigentlich muss ich es tun und größtenteils mache ich es auch trotzdem noch. Aber ja, wenn jetzt irgendeins ganz da hinten liegt und man sieht es irgendwie nicht oder es sind da 5 Mammuts versteckt quasi, renne ich nicht extra hin, weil die Typen, die hier leveln, der hebt kein Schwein seine Drops auf. Also ich glaube, ich bin der Einzige, der hier regelmäßig mal in die Stadt geht, zumindest mit seinem Zweitschar und Inventar leert. Und jetzt gerade ist es auch wieder voll, aber die Ems sind eh gleich aus. Endlich, ja, weil ich will jetzt endlich meinen ganzen Scheiß verkaufen. Ich habe keinen Bock mehr hier Drops liegen zu lassen, weil es sind jedes Mal, jedes von diesen Bündelchen hier sind Minimum 300k, jede Waffe sind Minimum 800k. So viel Geld einfach liegen zu lassen, das tut einem wirklich in der Seele weh. Und deswegen bin ich froh, dass die Ems jetzt weg sind. Also ich habe echt eigentlich überhaupt keinen Bock mit Ems zu leveln, wenn dreifach Drop-Event ist, weil das ist echt einfach nur Waste of Money. Du gibst quasi Geld aus, um Geld zu verlieren, beziehungsweise Geld nicht zu bekommen. Ja, verlieren tust du jetzt kein Geld, aber du bekommst halt auch kein Geld. Oder zumindest nicht so viel Geld, wie du bekommen könntest. So, jetzt gehen wir aber echt weg, weil ich habe jetzt, wie gesagt, echt keinen Bock mehr, dass hier noch mehr liegen bleibt. Es tut mir wirklich im Herzen weh. Und wir haben noch einiges geplant für heute. Als allererstes werden wir jetzt unsere ganzen Questies abgeben. Ja, wobei das... Ja, doch. Wir holen uns erstmal das Set von der Bank ab, sonst müssen wir zweimal ein. Also als allererstes müssen wir natürlich erstmal verkaufen. Was der jetzt alles hat, also ich verkaufe jetzt erstmal einfach alles, weil jetzt, wie gesagt, das ist mir jetzt auch zu blöd. Da 500k selbst für die Setteile, 400k, 1,4 Mio, das ist so viel Kohle. Oh, bei des Coxlayer Sword ist sogar weniger als 800k wert. Wow, ich dachte, es gibt keine Waffen, die unter 800k kosten, aber das Coxlayer Sword, Clockslayer Sword meine ich natürlich, Sword, nicht Sword, nicht Sword. Genau. Ja, der Name ist einfach nur ein Troll, ey. Das habe ich schon so oft falsch also beziehungsweise mir schon so oft gedacht, was es auch heißen könnte, also statt Clock eben. Ihr wisst schon? Und dann, ja, hat sich es irgendwie gefestigt. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, weil die Hälfte von dem Set ist, glaube ich, nämlich auf dem RM. Und die hat auch randvolles Invi, das heißt, die kann es nicht abholen. Deposit. Mal kurz schauen. Also, der Helm hier. Weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich glaube, das habe ich euch aber erzählt. Das war von der Donation von Yoshi dabei. Ja, das scheint das einzige. Ah, das sind ja Female Boots hier. Ich dachte, das sind so, hä, seit wann haben wir Ruddy Boots mit 13 Crit Damage? Wow, das sind Female Boots. Das wäre jetzt der Schock des Jahres. Also, das wäre geil gewesen. Die Überraschung des Jahres. So, jetzt gehen wir mal kurz hier rüber, damit ihr mal seht, wie viel Kohle das eigentlich ist. Also hier. Da, 2 AG-Äxte, ja. Sind zwar eh nichts wert, aber egal. Gut, die verkaufe ich nicht beim NPC, die sind auch nur 100k wert. Eine davon habe ich aber gar nicht selber gedroppt, die lag einfach nur rum, also die hat irgendein anderer gedroppt, da bin ich gerade vom Back, da bin ich gerade wieder hingekommen. Das war kurz bevor ich die Ems reingeschmissen habe und dann liegt da einfach so eine verfickte AGX rum. Also Knight, das hebe ich jetzt trotzdem auch mal auf. So. Ja, weil ich jetzt auch nicht mehr viel leveln werde, deswegen werde ich jetzt nicht mehr alles verkaufen, das ist ja Schwachsinn. Also, ich weiß nicht, ob ich heute das Inventar nochmal voll bekommen werde. Ich denke nicht. Das kann man auch mal aufheben. Da wieder unser gutes Clock Slayer Sword.
Ja gut, das behalten wir alles mal. Das trade ich dann wahrscheinlich einfach auf dem Lagercha rum. Die ganzen Setter, das kann man dann irgendwann mal verkaufen. Vielleicht, weil ich glaube, dass es jetzt eh nichts mehr wert ist. Also die waren ja sowieso schon nichts bis wenig bis gar nichts wert. Nichts bis wenig bis gar nichts, genau. Von daher, ja, lohnt sich das, denke ich mal nicht. So, das war unser gedroppter Helm, den wir selber erweckt haben. Das ist unsere Suit. Dann Gowns und Boots dürften clean sein. Ja, Gowns haben wir beim letzten Mal leider nicht geklappt zu erwecken. Ah! Wir müssen doch auf die Post schauen, denn wir haben da noch Boots zugeschickt bekommen, habe ich nämlich gehört. Moment mal. Achso, ja genau, wir haben noch Female Ruddy Boots gedroppt. Hat mich jetzt kurz verwirrt. So. Ach, das Enzian-Schild hätte ich gleich rüber traden können, aber egal. Dann gehen wir wieder hier rüber. So. Genau, dann haben wir das Set auf jeden Fall komplett und jetzt schauen wir mal. Von Unknown. Oh, okay. 3 Crit Damage, 3 Speed, minus 100 HP, minus 40 Def. Ja, also wegen minus 4. Die können wir nicht tragen. Minus 40 Def. Kappa. Ja, auf jeden Fall danke. Ich weiß, wer es geschickt hat. Weiß jetzt aber nicht, ob ich den Namen sagen soll oder nicht, deswegen lasse ich es mal. Aber auf jeden Fall nette Geste trotzdem. Ich meine, es sind jetzt nicht Imber, aber ich meine, 3 Crit Damage sind 3 Crit Damage. Das heißt, wir können die auch direkt erwecken. Das heißt, ich muss nur kurz sicher gehen, dass auch alles passt. Ja, das heißt, wir können die Boots hier erwecken. 20 Crit Damage incoming, sage ich dazu nur. Let's go. Komm schon, einmal krasse Erweckung. 45 Crit Damage, komm schon. Das ist ein Troll, oder? Die erwecken halt einfach auch mit 3 Crit Damage. Mit 50 HP noch. Oh, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Also die geben uns an sich bessere Werte. 50 MP, 50 HP. Und 50 FP verlieren wir. Und hier kriegen wir 3 Speed, verlieren aber 100 HP und 40 Def. Ja, dann tut's mir leid, dann kann ich die doch nicht benutzen. Schade. Nee, also meine persönliche Präferenz ist tatsächlich dann trotzdem die HP und die Def nicht minus zu haben. Weil es kommt nur auf die Crit Damage an und die sind halt gleich, von daher ist es eigentlich scheißegal. So, jetzt müssen wir noch den Helm plus 3 machen. Und dann ziehen wir das ganze Stück an. Damage Test macht man dann erst gleich. Wir geben jetzt noch die Questies ab, dann sind wir glaube ich hier schon Level 106 oder zumindest kurz davor. So, können wir eigentlich schon mal losfliegen. Denn wir müssen an einen ganz speziellen Ort. An einen Ort hinter den Wolken, ganz weit entfernt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Lied das sein soll, deswegen singe ich einfach irgendeine Scheiße. So, jetzt ist da hier oben irgendein Setteil. So. Genau, also, jetzt habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf unsere Werte geachtet. Unsere ATK 5000. Ja, okay, ja. Das liegt an der Angriffsrate von der Suit, genau. Also wir haben, sag ich mal, gut und gern 1000 ATK mehr. Wahrscheinlich auch durch den Helm hier. Ja, ja doch, dürften ziemlich genau 1000 ATK sein. Ha, nice. Ja, wobei, wenn wir den... Ja... Sagen wir mal trotzdem roundabout 1000 ATK mehr. Oder ziehen wir es halt nochmal komplett an. Komm, sonst kommen wir wieder alle... Oh, das ist ja gar nicht komplett angezogen. Ja, 4100... zu... Was waren es? 5040? 5050, ja, also... Sagen wir einfach 1000. Hey, Moment, warum haben wir... Achso, weil die Buffs abgelaufen sind. Na ja, gut, das war jetzt ein schlechtes Timing. Das war jetzt echt ein schlechtes Timing. Ja, aber 1000 ATK so mehr ist schon krass. Gut, Crit ist natürlich... 44% ist natürlich belastend. Gebufft 46, ja, na, ist nicht wirklich gut. Da kann man... keine schönen Worte für finden. Das heißt, wir brauchen unbedingt gut erweckte Ruddy Gowns, so direkt mit 9 Crit-Rate aufwärts wären nice. Der Set-Effekt ist sehr nice. Hit plus 12 nochmal, das bringt uns tatsächlich auch nochmal was, weil wir haben schon noch öfter mal Mist drin und nicht immer, glaube ich, auch durch Portbug, weil ja auch einfach unser Set Dauer plus 3 ist. Also ich meine, wir haben zwar viel Decks, aber unser Set-Bonus, der ja, sag ich mal, eigentlich standardmäßig mindestens 20-40% hat Hitrate. 20-30%, 30% ist vielleicht das Maximum. Ehrlich gesagt, auf sowas achtet man halt einfach nicht, wenn man immer mit Z plus 10 rumläuft. Aber ich glaube, es sind 30%.
Oder sogar 45% plus 10. Ach, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall so viel, dass man sich um Hitrate echt einen Scheißdreck kümmert. Aber wenn man eben kein Set plus 8 oder 10 hat, dann ja, ist das natürlich schon belastend. Ja, ich glaube, plus 8 ist 30% und plus 10 ist 45% Hitrate. Doch, doch, glaub schon. Irgendwie so. Naja. Auf jeden Fall hilft uns das natürlich da auch nochmal. Und Crit Damage 40% ist natürlich. Boah. Das ist natürlich saftig. Bei unsere Boots, wie waren die nochmal weg? Mit 7. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt sogar nur 36 mehr Crit Damage. Ja. Aber dadurch, dass auch unsere SCR, also unsere Grundartiger, ist auch einfach so in die Höhe gegangen. Das wird man nicht merken, diese 7%. Also. Ja, es werden trotzdem krass viel mehr sein. Also man wird nicht merken, dass es verringert ist, nochmal um 7. Weil wir ja vorher die 7 durch die Boots hatten. Genau, so jetzt schauen wir mal, ob wir die Quest hier abgeben können, die 105er, weil sonst bin ich hier umsonst hingeflogen. Ja, das sieht doch gut aus. So, ich habe nämlich die Potion Bags schon gefarmt mit 110 Stück und die Fun Bubbles habe ich auch gefarmt. Ich war heute fleißig, wie ihr seht. Heute habe ich tatsächlich mal was gemacht. The Threat of the Battle Todrin, genau. Ich habe extra 110 gesammelt, ja, damit wir hier ja nicht gefickt werden. Und wir haben genug und gibt leider nur 10%, schade, genauso wie die Darkon 3 Wüstenquesties. Das ist sehr, sehr traurig. Aber ja, ich sag mal, ist nicht so schlimm. Wir werden jetzt noch die Fun Bubbles abgeben, die sollten uns auch nochmal so 13 bis 15% geben, sage ich jetzt mal. Also zwischen 94 und 96 sollten wir jetzt eigentlich kommen. Weil wir sind jetzt auch noch 3 Level über dem, was es eigentlich abgeben hätte können. Und ich sag mal, es sind immer so 2% pro Level, die du quasi dann weniger kriegst. Also du kriegst es ja nicht weniger, sondern... Was? Wir haben 22? Hä? Hä? Hä, wie? Es ist doch überhaupt nicht möglich. Wir haben 22% bekommen. Hä? Wie? Da muss die Quest... Da muss die Quest normalerweise 30 geben, Alter. Anders kann ich es mir nicht erklären. LOL. What the fuck? Also Jungs, macht eure Funbubble-Quest, würde ich mal behaupten. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass die jemand so viel gegeben hat. Aber egal. Ist okay mit mir. Oh, wir hätten halt nur 70 Poison Bags gebraucht, aber es hat mit dem Dreifach-Drop-Event nicht mal 10 Minuten gedauert, die zu farmen. Von daher hat das schon gepasst. Jetzt haben wir zu viel Shit wieder im Inventar. Oh. Das ist wieder... Na, ich hasse es einfach so. Momentan ist es echt scheiße auf dem Server, weil ich einfach... Also, seit dem Drop-Event jetzt quasi, also seit heute, ist dauerhaft Inventar voll. Wobei die Bank, also die Bank-Accounts von meinen beiden Chassis sind die ganze Zeit voll. Das... Ach, es kotzt einfach nur so an, ey. Schau ich mal, jetzt fliege ich mal kurz, geht es ein bisschen schneller. Das kotzt echt an. Wenn man nie mal irgendwas ablegen kann, weil immer alles voll ist, ja, und du kannst ja auch nicht die ganze Zeit eine dauerhafte dritte Echse aufmachen und zumachen und aufmachen und zumachen. Ja. So, jetzt trade mal den ganzen Scheißdreck mal rüber. Also wer Interesse an einem Talin-Set hat, ich verkaufe es einzeln irgendwann mal in einem Shop. Okay. Warte, aber er hat mich ja nicht angeschrieben. Messenger ist an? Nö, mich hat niemand angeschrieben. Hä? Scheiße. Hoffentlich ist er jetzt nicht mehr, also hoffentlich... Aber die sind alle gleichzeitig geliefert, also glaube ich mir, er ist einfach offline gegangen. Was haben wir hier noch bekommen? Ah, Leviticus. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Freut mich, dass ich dich inspirieren konnte. Jo. Sieht man sich bestimmt mal. Ja, das mit der Party ist jetzt natürlich richtig blöd, aber naja gut, dann haben wir noch Linketech. Naja, nee, das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Ja gut, ich meine, ich wollte eigentlich eh aufgehen, jetzt dann nach dem Video. Weil ich habe heute genug gezockt. Weil ich war ja auch noch auf Devos-Seite, also ich habe heute wirklich... heute war ich mal wieder aktiv in FLIVE. Also was heißt aktiv? Ich bin jeden Tag online, aber aktiver als sonst. So muss ich es ausdrücken. So.
Also ich habe auf jeden Fall mehr erreicht, sagen wir es mal so. Also dass wir das Level Up jetzt noch bekommen haben, freut mich. Also hätte ich echt nicht mit gerechnet. Das ist ziemlich cool. 743 Blue Crystals haben wir. Wir sind erst seit einer. Also wir haben jetzt 3 Stunden oder so bei Mammuts gelevelt. Das ist einfach nur crazy, dieses Dreifach-Drop-Event. Das ist echt crazy. Vor allem 743 Blue Crystals. Das sind halt bestimmt 20, 30 Stacks Pet Food. Also das ist ordentlich. Das ist ordentlich was. Ja, genau. Dann schauen wir jetzt mal den Damage an. Also ich würde so wetten. Also vorher ungebufft haben wir, glaube ich, so um die 10k gedrückt. 10, 11k sowas. Mit Crits. Also ohne Crits gleich nur 3, 3, 5 sowas. Also so richtig Scheißwerte. Also das war katastrophal. Ups. Ich würde jetzt tippen, mit normalen hitten wir jetzt so 5. Und mit Crits 14. Das ist jetzt mein Tipp. Ich habe es mir, wie gesagt, vorher nicht angeschaut. Das ist das erste Mal, dass ich Ruddy drücke. 17 und 5. Okay, ist, mit den 5 hatte ich recht. 17, wow. Na ja, gut, okay. Ich meine, 36 Crit Damage ist natürlich schon ordentlich. 19k hitten wir jetzt. Ohne Power-Ups. Also, wir haben nur eine Power-Up. Eine Power-Scroll und. Oh, der ganze Scheiß, der hier wieder rumliegt, Alter. Schaut euch den Kerl an, der scheißt einfach auf die Drops. Und das ist auch, glaube ich, kein Bot-User. Vorhin war einer da, der war ein Bot-User, glaube ich. Aber naja, ich meine, das Ding ist halt, wenn ihr die Drops nicht aufhebt, dann liegen einfach nur 2 Moonstones, die gönne ich mir auf jeden Fall auch. Das Ding ist halt, wenn jemand seine Drops nicht aufhebt, das ist immer so, für mich ist es immer so automatisch das Zeichen, oder nicht das Zeichen, aber für mich ist es immer so automatisch das Ding, sofort Vermutung, Bot-User, Fragezeichen, einfach nur so, keine Ahnung. Aber es sind dann einfach nur die Rich Kids, es sind diese ganzen lilanen Master, jeder ist lilaner Master, der hier bei Mammuts levelt, ich sehe niemanden, der nicht lilaner Master ist. Richtig krass. So. Ich weiß, ich komme hier gerade. Ich komme euch wahrscheinlich gerade vor wie so ein dreckiger Dropschnorrer. Aber ganz ehrlich, das sind halt jetzt gerade einfach mal. Ja, 3 Mio. 3,5 Mio, die ich da aufgehoben habe. Und ich meine, dafür bücke ich mich mal eine Sekunde lang. Bevor die Drops verschwinden, weil das Zerspit wieder nur das Food einsammelt oder so. Gönne ich es mir auf jeden Fall. Da bin ich mir echt nicht zu schade für. Also, ganz sicher nicht. Genau. Ja, wenn ihr auf meine Key-Anzahl schaut, ja, auch ziemlich viel. Also ich meine, ja, wie gesagt, ich habe jetzt wieder länger gelevelt, da kommen eigentlich immer ein paar Keys zusammen, sage ich mal. Aber ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, oder ich hatte die Idee, machen es jetzt auch einfach mal so. Es gibt mehrere Leute, die das jetzt so gemacht haben. Und ich glaube, das machen auch tatsächlich wirklich einige so. Die warten einfach, bis sie wirklich viele Keys haben, oder machen sie quasi wie ein Opening, dass sie einfach mal 20, 30, 40, 50 Stück auf einmal aufmachen. Und ehrlich gesagt, ich bin auch Fan von der Idee, weil. Dann hat man halt wirklich mal, also beziehungsweise, da hat man nicht eine höhere Chance. Die Chance ist genau die gleiche, wenn du die immer einzeln öffnest. Oh, vielleicht sollte ich mir Skills aktivieren. Chance, ah ja, genau, mit Linketick noch ausprobieren, aber es ist nur ein Typ in der Party. Unser Leecher, 20k müsste eigentlich drin sein. Jo, sogar 23k. Genau, also dass wir die einfach farmen, mal ein bisschen länger und dass wir die dann alle auf einmal öffnen, weil. Dann hast du einfach nicht immer dieses, ja, wow, du hast jetzt einmal Food bekommen oder so. Sondern machst du halt alle auf einmal auf. Gut, kriegst natürlich auch massenweise Food, aber dann hast du einfach mehr so dieses. Du hast halt eine bessere Chance-Gefühl, obwohl die Chance genau die gleiche ist, das ist mir klar, aber das Gefühl ist ein anderes. Und es macht, glaube ich, auch mehr Spaß, wenn man einfach mal so 20, 30 Stück aufmacht. Außerdem dauert das eh nicht lang. Durch das Dreifach-Drop-Event werden wir es wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen haben. Also, da muss man nicht lang drauf warten. Also, wenn kein Dreifach-Drop-Event ist, dann wahrscheinlich schon. Weil. Wenn kein so krasses Event ist, dann level ich erstens mal nicht so viel. Und zweitens, ja, droppst du auch einfach nicht so viele Keys. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, von den Keys habe ich nicht mal die Hälfte selber gedroppt. Also jetzt gerade überraschenderweise haben wir, glaube ich, seit ich das gesagt habe, 4 Stück gedroppt oder so, aber das ist jetzt, glaube ich, auch wieder voll weg. Wobei bestimmt 2 oder 3 davon herumlagen, auch nicht direkt von mir gedroppt wurden. Da können wir eigentlich direkt schon wieder Inventar auf die alte hier drüben entleeren. Es ist echt heftig, ey. Aber ich finde jetzt, halt, so macht es halt wirklich Spaß. Also ich finde, solche Drop-Events machen halt teilweise mehr Spaß als manche andere Events. Nicht viele, aber es gibt manche Drop-Events oder, also nicht Drop-Events, sondern manche Farm-Events, wo ich mir schon gedacht habe, ganz ehrlich, da macht lieber ein Drop-Event. Ein cooles. Weil ja dreifach Drop jetzt, wie gesagt, nur Donnerstag, Freitag ist, beziehungsweise war. Und ab Samstag ist wieder nur noch zweifach, aber. Oder was heißt wieder noch zweifach? Ist da nur noch zweifach? Das war ja noch nicht zweifach.
Oh, da sind gerade die Drops gespawnt. Scheiße, die wollte ich mir noch snacken. Ist der Kerl jetzt weggegangen oder was? Oh, leert er doch mein Inventar oder ist er irgendwo da hinten? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Genau. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir so viel Zeug droppen. Also ihr habt es ja auf Arsenian gesehen, 243 Mio. Und ich glaube, ich hatte bei der 95 Mio seit unseren letzten Ausgaben für CS. Und ja, das ist auf jeden Fall nice. Also davon kann ich, also ich kann mir wahrscheinlich nur durch das Drop-Event, nur durch die NPC-Drops, also wenn man es wirklich bis Dienstag zählt, wahrscheinlich einfach so ein Vigor plus 18 dann kaufen. Den können wir uns dann quasi nur durch eine Woche ein bisschen Leveln finanzieren. Das ist, finde ich, ziemlich heftig. Und wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Also ich meine, gut, heute habe ich vielleicht mehr gespielt als jetzt die nächsten Tage und die vorherigen Tage. Aber ich denke mal so, ja, keine Ahnung, 500, 600 Mio sind safe nochmal drin. Und so 250 haben wir bestimmt schon verdient. Aber das ist nicht ohne. Also wenn man beide Chars zusammenrechnet halt, was wir jetzt an den NPC-Drops verkauft haben. Und wir haben noch die ganzen Set-Teile und so, die wir jetzt noch nicht verkauft haben. Weil ich, wie gesagt, ja, meine Hoffnungen sind gering, dass man da wirklich was für bekommt noch. Weil jeder levelt gerade und jeder droppt die Set-Teile ab Level 105. Und ja, da ist natürlich die Chance, dass die noch wirklich für was weggehen. Für mehr als 5 Mio. Selbst die guten Set-Teile wahrscheinlich recht gering, also ja. Aber vielleicht hat man Glück und manche Sachen droppen nicht so im Preis. Das wäre natürlich schön. Für mich zumindest. Und ja. Genau. Ich würde einfach sagen, oh, sorry, dass ich so müde bin, aber wie gesagt, ich nehme es jetzt noch am gleichen Tag auf wie die letzte Folge. Eigentlich sollten die beiden Folgen, also die Folge, die ihr jetzt seht, hätte eigentlich gestern kommen sollen. Die Folge gestern hätte eigentlich heute kommen sollen. Deswegen sind die auch von dem, was ich sage, so extrem unterschiedlich. Deswegen ist diese Folge hier mehr so aufgebaut wie die erste Folge seit dem Dreifach-Drop-Event und die andere Folge mehr so wie die zweite Folge nach dem Dreifach-Drop-Event. Deswegen habe ich zum Dreifach-Drop-Event eigentlich relativ wenig gesagt gestern. Aber ja, es ist jetzt einfach anders gekommen in der Planung und deswegen kommt die Folge jetzt hier einen Tag später. Ja, fragt nicht wieso, es ist einfach so. Und ja, nur dass ihr euch nicht wundert. Also gestern werdet ihr verwirrt sein und heute werdet ihr es vielleicht etwas besser verstehen. Genau. Gut. Dann, wie gesagt, ich bin so mit. Es ist erst 2. Ja, oder es ist erst 1. Ich meine, 2 ist auch spät, aber ja, ich bin wirklich hundemüde, weil ich einfach um 9 aufgestanden bin. Das ist 9 Uhr morgens. Ich meine, es ist schon früh. Und ja, also ich meine, ich bin jetzt über 16 Stunden wach. Und 16 Stunden wach sein ist so das Limit. Ja? Also ja, 8 Stunden schlafen pro Tag. Das heißt, ich bin schon über der Gesundheitsgrenze. Weil es natürlich Schwachsinn ist. Ich meine, ja, bin jetzt einmal 17 Stunden wach, bis stirbst nicht direkt am Herzinfarkt, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also, der Pseudo-Gesundheitsscheiß halt. Genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.